Hallo und willkommen zurück in WoW in dem Warlords of Draenor Pre-Patch. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen meine Skills verteilt. Ich bin noch nicht so wirklich sicher. Mir fehlt wirklich hier Heroic Strike und na, wie hieß denn das andere? Ich weiß es schon nicht mehr. Weil die Cooldowns hier sind doch relativ lang. Was habe ich denn als zweites? Als zweites habe ich Furore. Okay. Hier hat sich nichts geändert. Hier müsste ich aber auf jeden Fall eventuell nochmal schauen, ob man da vielleicht irgendwie was anderes wählt. Deswegen hier gibt es Zerschmettern. Das habe ich jetzt halt dann drin. Als Skill euer Treffer mit automatischen Wutkosten von hinten aufzuheben. Aha. Immer wenn Verwundenschaden verursacht, erhaltet ihr 3 Wut. Hm. Sturmblitze. Shockwave ist eigentlich relativ gut, immer um noch irgendwie ein zusätzliches Betäuben zu haben. Deswegen lasse ich das mal. Das ist eigentlich zwar mehr PvP-Skill, glaube ich. Aber es macht für mich eigentlich mehr Sinn. Wohl, was ist das? Stößt wilden Schrei aus innerhalb von 8 Metern. Sie zurückstößt und für 0,5 Sekunden zu Boden wirft. Okay, könnte natürlich auch ein Interrupt sein. Hat eine Minute Cooldown. Für 4 Sekunden betäubt. 20 Sekunden wird uns werden mindestens 3 Ziele getroffen. Ja, ich bleib bei Shockwave. Blutbad. Ich denke, da werden wir dann irgendwie. Ach Gott, da brauchen wir sowas noch, ja. Würde ich eher sagen, dass wir hier auf Klingensturm gehen. Und ja, das hier ist alles dann für Level 100, so weit sind wir da noch nicht. Was sonst noch? Also die paar Items, die ich da halt hatte, die konnte ich tatsächlich übernehmen. Keine Ahnung, warum die nicht automatisch drin waren, aber das ging dann irgendwann. Und haben wir sonst noch irgendwelche Änderungen, die ich jetzt noch nicht großartig hier breitgeschlagen habe? Ich glaube nicht. Questlog. Ah ja. Aha. Gut, da werden wir dann irgendwann mal die Sachen rauswerfen. Ah, auf jeden Fall hat sich hier die Map schon mal geändert. Also es gibt immer noch die Scherbenwelt. Azeroth und Draenor. Da gibt es schon mal einen Ausblick auf das, was dann da kommen mag. Frostfeuergrad. Nagrand. Talador. Schattenmontal, das kennen wir ja. Ah, okay. Also das Talador ist da, wo Shadrad ist. Oder? War doch dann hier. Ja, Tanan-Dschungel ist die Höllenfeuer-Halbinsel. Die scheint jetzt da auch ein bisschen grüner zu sein. Hier ist das Portal. Gorgon, Frostfeuergrad. Also Nagrand ist auf jeden Fall ein Begriff. Und die Zangamarschen ist jetzt hier ein See. Ja, Talador ist halt so ein Mischmasch aus ja, Terokar Forest und den Sümpfen. Spitzen von Arax. Okay, sagt mir jetzt nichts. Okay, aber man wird wohl 90, 93 auch irgendwie 2 Startgebiete wieder haben. Sehe ich das richtig? 90, 93.
dass man da mit zwei Sachen da anfängt. Ah, der Dschungel ist hier 100. Also da fängt man nicht an wie in Burning Crusade, dass man von hier aus darüber eiert. Sondern im Prinzip, ja, hier so sehr wahrscheinlich geht, beziehungsweise, oh Gott. Wie machen wir denn das? Wenn wir wieder zwei Startgebiete haben, dann muss ich die beiden ja schon mal irgendwie abdecken. Ich würde ja wieder gerne alle Quests so machen. Oder wir lassen irgendwie eins aus. Das war irgendwie, ja, je nachdem, wie wir da starten oder wie wir überhaupt da weiterkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell man levelt. Dass man halt eins von den beiden Gebieten halt anfängt und das andere auslässt und das irgendwie später eventuell mit dem Schamanen oder mit sonst irgendwie was macht. Wäre doch eine Maßnahme. Okay, Nagrand, kommen wir dann dahin. Das ist 98 bis 100. 96, 98, also im Prinzip eins von den beiden. Dann kann man sich aussuchen, ob man hier hingeht und dahin geht. Wahrscheinlich dann halt so die Biege macht, dann hier runter und dann Nagrand und dann hier hin. So in etwa. Kann man sich da schon ein bisschen was angucken? Hm. Ja, sieht ein bisschen hügelig aus, das Ganze. Okay, ja, so sieht das dann in Draenor aus. Und ich muss jetzt eigentlich nach Orgrimmar. Okay. Fliegen wir da selber mal hin. Deswegen ist ja auch hier als aktive Quest. Gucken, ob wir den Zeppelin einholen. Hätten wir ja eigentlich auch machen können, während wir auf der Karte sind. Können wir da immer noch hier lustig drumrum gucken? Naja. Nächster Sturm gibt es da aber gar nicht mehr. Müsste es jetzt so gegeneinander anzeigen lassen. Okay, das ist Schergrad, Sangamarschen. Gucken wir nochmal hier gerade Draenor. Ach, ja. Frostfeuergrad. Das ist da. Okay, also. Ja, Nesersturm ist da irgendwie nicht so ganz dabei. Aber hier sieht das doch auch irgendwie komplett anders aus. Hm. Oh, ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich fliege ja tiefer. Ist ja gut. Sind wir etwas zu hoch geflogen? Ja, mit den Skills, wie gesagt, bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit. Bin ich mal gespannt, wie das dann halt gleich wird, wenn wir die ersten Mobs verprügeln. Ich sehe da ja schon extrem schwarz. Ja, was heißt halt gleich? Es wird bestimmt dann auch erst nächste Folge was werden, wenn wir uns dahin teleportieren. Okay, das ist für eine Quest, deswegen ist die noch drin, die lassen wir auch noch. Die auch noch, vielleicht werde ich die noch ein bisschen in Zukunft weitermachen. Hier der ganze, die ganze Chose hier. Das könnten wir doch irgendwie da hinlegen. Eine Minute Abklingzeit. Deswegen, ich habe eigentlich ungern Skills, die so Abklingzeit halt haben. Irgendwie hier auf meiner Main Bar. Deswegen gerade irgendwie eine Minute. Das ist eine halbe Ewigkeit. Okay, bevorstehender Sieg. Deswegen, ich muss mich jetzt hier erstmal um die Skills ein bisschen sortieren. Wieder was am besten zu schaffen ist.
Also, hier die Jungs ist ja jetzt auch nicht mehr belagert. Deswegen schauen wir uns doch hier mal direkt in OG ein bisschen um. Da haben Garrosh seine ganzen Gorkon-Soldaten sind weg. Wir haben wieder unsere ganz normalen Krunzer. Und die sind auch schon alle Level 100. Die Jungs und Mädels. Der ist schön. Gehen wir doch mal gerade gucken, was sich da sonst so getan hat. Also auf jeden Fall, die Gorkon sind weg. Wo waren denn bitteschön hier die lustigen... Die lustigen halt. Die Trolle. Da. Ja, denen geht's auch wieder gut. Hier standen die ganzen ollen Orks ja auch rum. Hier wird wieder getanzt. Super. Das freut mich. Hier ist wieder alles im Lot. Gut, gut. Dann können wir mal weiter gucken gehen. Ja, hier die Goblins, die... Denen hat das ja eh nichts ausgemacht. Wer wohnt denn jetzt eigentlich hier im... Beim Chef. Müsst ja eigentlich... Ja. Wolchin. Wolchin, da ist er. Kann mit ihm reden? Die Dunkelspeere geben niemals auf. Ah, ja, okay. Da können wir Feinde im Untergrund machen. Machen wir aber nicht. Ja, der ist halt neuer Chef hier. Und wo kommen wir denn hier hin? Jungs, Ruhm der Horde. Was macht ihr da? Wo kommen wir denn da hin? Ich erkenne das so schlecht. In irgendeinem Wald. Na ja, dann. Dann macht ihr mal. So, was haben wir denn sonst noch? Ah ja, das Auktionshaus ist jetzt zusammengelegt. Also mit der Allianz zusammengelegt jeweils. Hier findet ihr die besten Preise weit und breit. Wird man wohl jetzt so eher nicht sehen. Mit euch zu handeln. Aber im Prinzip sind es halt keine getrennten Auktionshäuser mehr. Wenn da irgendwie ein Allianzler, was weiß ich, hier sein Stoff reinsetzt, dann kann das auch ein Hortler kaufen und umgedreht. Ich weiß zwar nicht, ob das so gut ist, weil wir sind ja im Krieg und eigentlich sollte man da ja jetzt nicht zwingend mit den Leuten hier so paktieren. Ja, hier, ich glaube, die Boss-Trainingspuppen, die sind auch schon auf Dingsniveau. Also auf Level 100, weil ich habe vorhin, um die Skills auszuprobieren, an einem dran rumgewerkelt und ja, es ist nicht... Ich habe nicht allzu viel getroffen. Aber die scheinen irgendwie zu treffen. Ja, da war doch hier schon mal irgendwie ein Krieger. Aber das ist ein Fury-Krieger. Wäre natürlich interessant zu wissen... Ne, das ist kein Fury, das ist Schamane, oder? Ne, das ist ein Krieger. Ne, ist ein Krieger. Können wir auch ein bisschen dran rumbasteln? Aber wie gesagt, hier sieht man schön, was ich hier für Probleme habe. Also, ich treffe die halt nicht.
Warum auch immer. Ich verfehle hier dieses böse Wesen. Also, ups. Falsche Skills. Naja. Da kann ich mich heilen. Ich kann halt natürlich hier auch schmettern, aber irgendwie zieht mir das zu viel Wut hier weg. Wenn ich denn mal Wut hätte. Naja. Okay. Na, so weit wollte ich ja nicht. Na, irgendwie treffe ich halt nichts. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Und falls jetzt einer sagt, ja, du triffst nichts, weil du keine Trefferwertung hast, Trefferwertung wurde entfernt. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich es finde. Eigentlich habe ich gedacht, ich finde es halt hier, aber Trefferwertung ist halt nicht mehr im Spiel mit drin. Also man hat einige Sekundärwerte komplett rausgenommen. Also noch weiter rausgenommen. Man hat ja schon sowieso viele entfernt. Und jetzt sind es noch weniger. Wo soll ich denn eigentlich hin? Da sprecht mit zwei. Ja. Hier? Aber hier ist doch keiner. Oder hier? Hier ist auch keiner. Ach nee, der ist. Ach, die sitzen ja hier unten. Die sitzen ja in ihrer Höhle mit ihrem blöden Portal. Da. Nee, da. Okay, dann stolpern wir mal hier durchs Portal und gucken, was da guckt. Naja, hier hat sich auch was geändert. Sylvanas sieht aber da ein bisschen komisch aus. Naja. Ja, jetzt ist bestimmt hier wegen Überfüllung geschlossen. Deswegen eigentlich sollte man ja nie irgendwie am Patch-Tag spielen. Gerade irgendwie bei sowas, da wird jetzt hier bestimmt der Punk abgehen. So viele Leute auf einem Haufen hat man da bestimmt noch nicht gesehen. In den armen, verwüsteten Landen. Wird ja immer sonst gerne stiefkindlich behandelt. Da geht ja keiner questen, außer man zieht irgendwelche komischen Ork-Schamanen hoch. Aber sonst verirrt sich doch da keiner hin. Tja. Ah, Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Na, hab ich's mir doch gedacht. Tja. Na gut, dann würde ich sagen, ich versuche da mich irgendwie nochmal einzuloggen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann auch da, wo wir hin sollen. Bis dann.